Ein wahrhaft erhebender Moment. Gleich findet er statt. Die ersten Arbeiter betreten unsere Ölraffinerie. Es sind nicht viele, aber es sind die ersten. Und die werden auch speziell quasi gleich begrüßt mit einem Begrüßungsgeschenk. Und dann müssen wir aber recht schnell an die Arbeit gehen. So, das sind 1, 2, 3, ich glaube so 5 Stück, die aktuell hier unterwegs sind und hier zukünftig ihren Dienst verrichten werden. Wir warten mal kurz ab, wann sie ankommen. Wo sind die denn? Ah, da sind sie schon. Und jetzt hoffen wir mal, dass hier noch ein paar mehr Arbeiter kommen, damit hier endlich auch mal ein bisschen Treibstoff und Bitumen produziert wird, damit das hier gelagert werden kann und dann hier in unseren nigelnagelneuen Zug hinterlegt werden kann. Wir haben jetzt 120.000 noch plus, was von unserem Darlehen übrig ist. Und damit müssen wir jetzt ordentlich haushalten. Sehr schön. Hier kommen jetzt 59 Arbeiter rein. Auch die werden natürlich so begrüßt. Nicht ganz so formell und feierlich wie die ersten 5. Aber auch noch ein bisschen so, ne, hallo und herzlich willkommen. Da drüben ist die Kantine. Nehmen Sie Platz und fangen Sie zu arbeiten an, damit hier die Wirtschaft florieren mag. Guck, da kommen Sie rein. Produktionsprozentsatz steigt ganz langsam. Aber noch wird nichts hier produziert, wenn ich das richtig sehe. Da müssen noch mehr Mitarbeiter rein. Haben wir denn noch welche? Hier vorne kommen nochmal 17. Wir gucken mal. Da kommen, ja, das wird schon. Das wird schon. Aber bis die hier ankommen, haben die anderen schon wieder Feierabend. Und jetzt schauen wir mal, ob hier schon was reinkommt. Hab ich denn, also angeschlossen ist hier, ne? Also hier wird auch noch gar nichts produziert. Wasser ist da, Wasser ist da. Also das sieht auch alles tutto completi aus. Aber ich glaube, die müssen jetzt einmal schön viel Öl hier verarbeiten. Man sieht, jetzt wird es auch schon weniger. Bevor dann Treibstoff rauskommt und Bitumen. Hoffe ich doch mal. So, jetzt kommen nochmal ein paar zusätzliche Arbeiter. Wieso, wo ist mein Treibstoff? Wer verbraucht den Treibstoff? Und wieso ist das hier eine oberirdische Leitung? Die hat er automatisch gelegt, deswegen. Na gut, dann lassen wir das mal laufen. Wir haben ja geplant, dass wir in dieser Folge noch ein paar Pferdeköpfe platzieren, die uns 6.600 kosten. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal, ob wir irgendwo noch einen schönen Platz finden für ein paar weitere Leitungen. Wir müssen das natürlich dann hier nach vorne bringen und hier dann anschließen, hier vorne. Aber es ist erstmal ein bisschen, naja, 56. Da gibt es natürlich wesentlich bessere Ölquellen auf der Karte. Aber das ist unsere Ölquelle und deswegen ist sie besonders. Hier unten wäre auch nochmal 29, 25. Also wir nehmen auf alle Fälle die hier oben mit den 56. Die kommt hier oben rein. Strom ist da. Schließen die auch gleich noch an. Unterirdisch natürlich, wie wir es gelernt haben. Und werden auch noch eine kleine Straßenzufahrt legen. Weil ich gehört habe, dass Öl auch mal ganz gut brennen kann. Eventuell. So, einmal hier rüber, einmal hier runter. Geradeaus durch. Und somit wird gleich mal ein bisschen mehr gefördert. Tja, also Öl wird verbraucht, wie man hier sieht. Ich habe keine Ahnung, wo unser Treibstoff hin verschwindet. Aha, 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 da ist er. Okay, also der wird gleich durchgereicht, wie man hier sieht. Allerdings sehr, sehr langsam. Ne? 34 Tonnen von 600, da dauert es noch ein bisschen, bis hier mal ein bisschen Geld rüberkommt. Momentan verbrauchen wir mehr Öl, wie wir eigentlich reinpumpen könnten. War der Satz richtig? Ich bin nicht sicher. Wir haben 164 Arbeiter da, was fantastisch ist. Aber wir müssten noch ein bisschen mehr Öl reinpumpen. Und aktuell, also ich würde halt schon noch ganz gern eine Pumpe würde ich gerne noch reinsetzen. Aber die Quelle ist schon echt am Versiegen mittlerweile. 39, 40 vielleicht noch hier oben. Man sieht hier oben,
31. Also man könnte natürlich jetzt auch diese ganzen 30er Quellen dann anschließen. Das wäre auch kein Problem. Kostet uns ja nur Strom. Und mangels Alternative wird das wahrscheinlich auch nicht anders sein. Oh, hier oben fehlt auf alle Fälle schon mal Strom. Das heißt, wir müssten hier unten so die 40er Quelle hier anschließen. Das heißt aber für uns, wir müssten nochmal untergrundmäßig hier entsprechende Verteiler bauen, damit das auch entsprechend dann klappt. Aber dann bauen wir erst nochmal so Ölplattformen. 40. Also alles, was wir jetzt so bekommen, hilft uns halt, dass wir schnell genug den Treibstoff produzieren. Wo war hier 40? Ich habe gerade eben hier 42 habe ich gesehen. 42 hier vorne. Und besser wird's, soweit ich jetzt sehe, nicht. Das heißt, wir gehen hier rein. Und hier vorne wäre noch 32, 33. Ja, dann könnte man hier auch vielleicht noch mal kurz rein. Das ist aber schon sehr mager. Strom ist hier keiner mehr da, Mist. Ah, hier vorne wäre noch. Bei 30 wäre noch Strom da. Hat hier noch jemand Strom bestellt bei 30? 31 wäre auch noch möglich. 32, 33. Komm, auf die 2, 3% wird gepfeift. Wer versteht, was ich meine. 31, so. Und dann können wir nämlich hier nochmal den Verteiler machen. Da kommt dann eins von oben, eins von links und eins von unten. Und dann passt das auch. Also die pumpen jetzt auch. Und das heißt, wir brauchen nochmal ein bisschen Geld. Wir haben noch 80.000 für den Verteiler. Wir brauchen einen unterirdischen Verteiler mit 3 Eingängen. Sowas hier. Und den werden wir irgendwo hier platzieren. Hier würde er, ja, oder hier. Ist wahrscheinlich egal, wo wir den hinsetzen. Wir müssen vorher noch das hier löschen. Kurz Pause machen für diese Modernisierung. Okay. Was ist denn hier im Weg? Ah, hier ist die Dingsstation im Weg, deswegen. Ist da schon die Dingsstation? Kennt ihr die Dingsstation? So, einmal hier ran. Das sind auch nochmal 15.000, meine Güte. Mal hier mal kurz löschen. Dann einmal hier weiterleiten. Einmal hier rüber. Einmal hier runter und einmal hier hoch. Es ist teuer. 58.000 kostet das. Das heißt, wir werden jetzt ganz schnell in die Miesen kommen. Wichtig ist, dass die Leitung jetzt erstmal hier durch ist. Dass das hier vielleicht mit höherer Priorität gebaut wird. Damit wir hier überhaupt dann den Verteiler schon mal angeschlossen haben. Bevor wir dann das hier unten bauen. Also 24.000 sind noch da. Es wird gebaut. Schaffen wir das noch? Dass das fertiggestellt wird, bevor wir pleite gehen? Nein, schaffen wir nicht. Na gut. Das heißt, wir werden mal ein bisschen warten müssen. Es kann jetzt sein, ich hatte das im Livestream, es kann sein, dass wir jetzt unser Darlehen erst mit ein bisschen Verzögerung dann auch zurückzahlen. Das heißt, wir sind das dann schon mal schuldig. Hier rein. Und das kann zu Problemen führen. Wir können ja mal reingucken. Na, dieses überfällig hier. Das könnte ein Problem werden. Wir haben immer noch 1.980.000 Schulden, weil wir die Länge so lang gezogen haben, dass wir immer nur sehr wenig zurückzahlen müssen. Aber das entspannt unsere Rückzahlquote etwas besser. Und momentan kommt ja ein bisschen Geld durch Strom und vielleicht auch mal Kohle. Der ist schon wieder auf dem Weg. Ich würde gerne mal zugucken, wie ein bisschen Kohle exportiert wird. Jetzt wird hier Kohle exportiert. Wir sind live zum ersten Mal mit dabei. Und deswegen tut sich hier auch noch ein bisschen. Und vielleicht sorgt jetzt dieser Kohleexport dafür, dass wir hier die eine Pumpe noch schön angeschlossen bekommen. Es reicht offenbar nicht mehr, wie man erkennen kann.
So, da ist die Kohle exportiert. Na gut. So, wie sieht's aus jetzt mit dem Anschluss? Ist der schon fertig gebaut oder noch nicht? Ah, ist noch nicht ganz fertig gebaut. Ach, es fehlt nicht mehr so viel. Wieso momentan, ne? Strom müsste doch eigentlich auch schön exportiert werden. Wir sind bei 19,4 von 23. Kann man noch ein Stückchen mehr exportieren? Ich glaube, wir sind schon am Limit, oder? Wir sind schon bei 18 Megawatt. Mehr wird es momentan nicht. Gut. So, das heißt, jetzt wird uns wahrscheinlich erstmal eine entsprechende Wartezeit bescheinigt. Wir könnten natürlich jetzt gleich mal sagen, wir exportieren die 14.000, 15.000 erstmal. Ich glaube, wir machen das auch. Wir warten nicht mehr bis beladen. Normalerweise, hätte ich jetzt gesagt, müsste der jetzt dann anfangen, sich zu drehen. Ja, jetzt dreht er sich. Das, was beim letzten Mal beim Kohle-Export nicht funktioniert hat, das funktioniert jetzt hier. Das heißt, auch wenn er noch nicht alles geladen hat, fängt er jetzt schon an mit dem Export. Das Einzige, was uns das jetzt kostet, ist der Strom für die Gleise und für die Zugmaschine. Und alles andere ist quasi unser Gewinn. 15.000 Rubel bekommen wir dadurch. Und dann sollte auch hier vorne das wieder ein bisschen besser gemacht werden. Aber wir sind immer noch, ne, ganz leicht füllt sich hier unser Öllager. Es zittert sich hoch, aber wir haben auch nur 20 Arbeiter drin. Wenn dann später irgendwie nochmal 100 Arbeiter hier drin sind, dann reicht die Ölkapazität, die wir hier momentan mit diesen kleinen Ölfeldern anliefern, bei weitem nicht. Und das heißt für uns, wir müssten eigentlich mal gucken, ob man nicht hier oben, hier wäre ein schönes großes Feld, wenn ich das richtig sehe, dass wir hier oben nochmal anzapfen und einfach dann, wir müssen dann zwar Strom verlegen, aber das sollte das geringere Problem sein, und einfach hier oben nochmal schön, guckt euch das an hier, 99% habe ich hier oben für die Ölplattform. Also hier ist ein riesen tolles Ölfeld, wo man bestimmt so 3, 4 nochmal so Köpfe reinsetzen kann. Und das würden wir dann alles hier vorlagern. Können das dann auch durch die bestehende Leitung quasi hier durchschicken. Also quasi hier vielleicht nochmal einen Verteiler machen, hier reinbringen und hier dann weiterschicken. Ich glaube, diese Leitungen hier, diese Ölpipelines, die sollten das ohne Probleme transportieren können. Genau. Aber ansonsten, ne, man sieht schon, es ist halt sehr wenig. Das müsste eigentlich viel schneller hochgehen, weil bis unser Zug jetzt wieder zurückkommt, müsste hier schon ganz viel im Tank sein, damit er das gleich alles einlagern kann. Aber das sind so Optimierungen, das liegt halt jetzt daran, weil diese Felder nicht sonderlich ergiebig sind. Aber das wird schon, Leute, das wird demnächst besser werden. So, wir sind, ein bisschen was brauchen wir noch. Ein bisschen Geld fehlt noch. Wir können ja mal zugucken, wie der Export jetzt hier stattfindet. Da ist unser Ölzug. Er nähert sich der Grenze. Das Gute ist echt, dass halt die Grenze relativ nah ist. Und was ich gerne noch mal gucken möchte, ist, ob wir hier oben jetzt genügend Kohle haben. Also wir haben schon auch Kohle gut eingelagert. Wir müssen auch die Kohle noch etwas besser verarbeiten. Zumindest noch mal vielleicht so 1 oder 2 Verarbeitungsanlagen für das Kohleerz. Damit wir einfach mehr exportieren können. Mit einer höheren Frequenz. Aber das gucken wir uns dann an, wenn wir dann überall auch zweigleisig fahren. Dann passt das schon. Das Tolle ist echt hier, dass wir hier diese 3 Abschnitte haben. Wenn dann später ganz viel exportiert wird, ganz andere Sachen exportiert werden, dann können wir hier 3 Züge gleichzeitig abfertigen. Und das ist halt fantastisch. Das ist richtig gut. Den LKW, die LKW-Anbindung, ich glaube, die brauchen wir normalerweise nicht. Wir brauchen auf alle Fälle noch ein paar Gebäude, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt komm. Jetzt ist der Bau fertig gebaut, denke ich mal. Jetzt kommt hier auch die Kohle rein. Die restliche Kohle vom Öl, vom Treibstoff- und Bitumenexport. Und ja, jetzt ist das quasi alles eine Warterei. Das heißt, wir müssen jetzt einfach abwarten, dass jetzt Geld reinkommt. Ja, wir könnten die Million noch hier an Dollar verwenden
Vielleicht sogar für den Gebäudebau. Ist ja schon wenig drin, ne? Aber... Oder wir warten jetzt einfach bis hier. Wie viel kostet so ein schönes Gebäude hier? 26.000 plus anschließend dann noch die Arbeiter. Die sind hier, soweit ich jetzt weiß, nicht mit dabei. Guck mal eben. Bürger bekommen, genau. Wir können die Bürger mit Dollar bezahlen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wir brauchen nochmal Gebäude, weil wir einfach nicht genügend Arbeiter haben dann. So, hier vorne, Produktion im Heizwerk. Ach, das Heizwerk ist ja auch noch da, stimmt. Das fehlt ja auch noch. Wir müssen noch die Anbindung machen. Wir müssen auch noch, ja, für die Farm ist es mittlerweile schon zu spät. Aber es ist geplant, dass wir dann zumindest im nächsten Jahr genügend Geld haben, um irgendwo eine kleine Farm aufzubauen. Vielleicht hier oben an der Seite irgendwo, damit wir hier unsere eigene Nahrung und unser eigenes Fleisch herstellen können. So, hier drin ist irgendwie gar niemand hier in der Halle. Da sind mehr Mitarbeiter drin wie Besucher. Ah, die kommen jetzt nicht in die Schule. Ich bin am Überlegen, ob wir aber das so lassen, dass wir erstmal die Schule quasi in dem Einzugsgebiet hier oben lassen. Das heißt, dass wir hier... Die Schule kommt nicht bis runter. Ja, dieses Gebäude hat keinen Schulanschluss. Aber ich würde das jetzt einfach mal lassen, damit wir hier... Wir haben ja genügend Leute, die ausgebildet werden dann über die Schule hier oben in den Gebäuden. Und dann bekommt die hier erstmal zumindest keine Schule. Vor allem, wo wir jetzt noch immer auf jeden einzelnen Rubel aufpassen müssen. Ah, hier vorne sind keine Arbeiter mehr. Wahnsinn. Wie sieht's denn aus mit unserer Kohle? Wir werden jetzt mal in dieser Folge, die jetzt aktuell meine letzte Aufnahmesession ist, bevor ich eine kleine Pause mache... Und dann eure Kommentare abwarte. Ja, hier vorne sind so unfassbar viele drin. Das ist fantastisch. Aber es wird halt auch zu wenig verarbeitet. Also hier vorne eine zweite Verarbeitungsanlage. Wäre überhaupt kein Problem. Dann wäre hier vorne ein bisschen mehr Kohle drin. Und der Zug könnte hier schnell hin und her fahren und immer schön exportieren. Auch wenn jetzt Kohle nicht so viel bringt beim Exportieren. Na gut. Hier die Arbeiter, sehr wenig im Heizwerk, will offenbar niemand arbeiten. Die sind alle jetzt hier vorbeigelaufen. Das ist ein bisschen seltsam. Das ist ein bisschen seltsam, wieso hier niemand rüber... Ich dachte, die teilen sich ein bisschen auf. Na gut, aber es war ja auch noch geplant, dass wir hier zumindest dann zwei Bushaltestellen machen. Einmal hier unten, einmal hier oben. Und dann das Ganze ein bisschen aufteilen, vielleicht sogar hier unten dann nur... 25% aussteigen lassen und hier oben dann 75, damit möglichst viele in der Kohlemine arbeiten und in der Verarbeitung. Und der Rest, die 25% dann hier, weil hier ist halt echt, ne, da muss nicht viel gearbeitet werden. Das ist überhaupt kein Problem, dass man hier die Arbeitsplätze befüllt. Außer natürlich, sie weigern sich hier reinzulaufen. Ist hier irgendwas vielleicht nicht in Ordnung? Das Klo ist nicht verstopft, alles gut. Nee, sieht ganz in Ordnung aus. Wir machen mal ein bisschen schneller aktuell. Gut. So, also jetzt wird hier ein bisschen befüllt, wie man sehen kann. Der wartet jetzt auch. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der wartet. Ich gehe mal davon aus, dass der einfach eine Zeit abwartet, bevor er dann wieder umdreht und wieder fährt. Wir könnten Hälfte, Hälfte Bitumen und Treibstoff machen. Aber für uns ist das aktuell nicht relevant. In der Regel brauchst du mehr Treibstoff und weniger Bitumen an Platz, weil Bitumen weniger generiert wird. Aber für uns ja noch überhaupt nicht relevant, weil wir zu wenig herstellen. Ah, oh, 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 Abwassertank überfüllt. Aha, da haben wir schon ein Problem, ein kleines, das wir gleich mal angehen müssen. Der Abwassertank ist überfüllt. Guckt euch das an. Das liegt an was? Da ist nichts drin. Ah, wir haben hier keine Stromversorgung. Wer hat denn hier nicht aufgepasst? Eieiei. Das heißt, hier oben ist ja auch alles verstopft dann. Wir haben natürlich hier Stromversorgung direkt daneben.
aber der Strom springt leider nicht rüber. Das heißt für uns, wir brauchen ein kleines Umspannwerk in der Nähe. Ja, das wird alles noch überarbeitet. Also hier in dem Bereich hier, ah, das würde sich richtig anbieten, ne? Hier oben unser Frachtterminal, wo quasi alle Waren dann über die Zugstrecke transportiert werden. Und hier unten so unsere Bauindustrie, wo dann die ganzen Waren auch gesammelt werden und wo dann die Baumaschinen losfahren, in unmittelbarer Reichweite zu den Industriegebieten und zu unserer Stadt. Aber ich schwadroniere schon wieder, ich schweife schon wieder ab. Wir brauchen erstmal hier ein Umspannwerk, das hier bis ganz nach oben muss. Wir werden es mal hier mitten in die Pampa setzen. Irgendwann, wenn ich das alles umbaue, kann es durchaus sein, dass ich das vergesse wieder zu bauen. Dann ist hier oben wieder Verstopfung. Aber ich würde das jetzt einfach mal hier so ransetzen, oder? Oder wir packen das gleich hierher, damit ich weiß später, wenn ich es angehe, dass wir hier noch was machen müssen. Straßenanschluss könnte man ja sogar hier oben machen. Es wäre gar nicht mal schlecht, wenn wir hier dieses Umspannwerk ransetzen, so in die Ecke. Könnte man das später noch hier nutzen, um weitere Gebäude zu bauen. Und dann machen wir die Straße quasi bis hier hoch. Das muss ja auch wieder nur eine, oder kann einfach nur eine Lehmstraße sein. Eine schöne Gerade. So, hier runter. Und dann hier rüber wollte ich sagen. Nee. Bisschen geknickt. Wunderbar. Und dann brauchen wir aber jetzt noch den Umwandler. Ne? Wir brauchen jetzt wieder noch einen Spann. Habe ich denn hier unten? Ja, Moment mal. Ich habe ja hier unten sowieso schon die kleine Leitung. Habe ich denn hier? Ah, perfekt. Als hätte ich es geahnt. Ja, ich habe es ein bisschen falsch schon platziert, aber das macht gar nichts. Wir gehen jetzt hier unter den großen Leitungen, wenn das geht, mit den kleinen Leitungen durch. Jetzt hier rüber. Gehen hier rein. Zack. Und Geld ist Gott sei Dank aktuell da. Und somit müsste jetzt auch ein bisschen was abgepumpt werden hier. Pump it up. Sehr schön. Guck mal kurz bei uns in... Ja, das sind ne, die neuen Gebäude, die müssen erst sich einpendeln. Da kann mal das ein oder andere nicht funktionieren. Aber aktuell ist das Klo wieder gereinigt. Und die Leute können auch wieder aufs Klo gehen. Aber nur zu vorbestimmten Zeiten. Ne? Einfach mal so jede Stunde einmal aufs Klo gehen. Das geht natürlich hier nicht. Wobei, wenn ich mir hier die Produktion anschaue, das geht aktuell schon, weil so wenig Öl reinkommt. Unsere Arbeiter das so schnell verarbeiten, dass wir gar nicht so viel Öl liefern können. Also es wäre wirklich sogar noch erstmal sinnvoller, wenn wir hier oben noch das Ölfeld anschließen. Das heißt, wir müssen unsere Stromverbindung bis hier hochlegen. Hier oben die Köpfe anschließen und müssen dann die entsprechenden Rohre runterlegen. Das Gute ist, wir brauchen nur am Anfang diese Verteiler und können dann später hier mit diesen Rohren im Rohrsystem schön das Ganze noch hier weiterziehen. Ansonsten hast du nämlich überall auch noch dieses Umspannwerk mit dabei, was echt mega lästig ist. Und das hier, diese Weiterleitung, hat ja quasi den Stromabschnitt gleich mit dran. So, guckt euch mal an hier, 20.000 plus. Wir wissen ja gar nicht mehr, wohin mit unserem Geld. So, hier kommt nochmal ein Kohlezug. Der liefert uns auch nochmal 12.000. Wir brauchen noch ein paar Leute, ein paar Arbeiter. Das heißt, was wir machen werden ist... Oh, kein Krankenhaus ist auch ein so blöder Fall, weil das hier oben ist. Ich hätte gehofft, dass dieser Bürger hier dann vom entsprechenden Krankenwagen abgeholt wird. Ah, da fahren die schon, sehr schön. Können ja mal ganz kurz gucken, wo die hinfahren. Fährt hier hoch, hier rüber. Ja, die hätten aber auch gehen können, oder? Da waren offenbar gleich zwei krank. Die hätten aber auch zum Krankenhaus gehen können. Die hier drüben bräuchten eigentlich die Krankenwagen. Aber wir werden nicht drum herum kommen. Ich weiß noch nicht so ganz. Also hier oben, das soll so ein bisschen dieses Luxusviertel dann werden. Wir machen mal eine kleine Straße hier runter.
Das heißt, wir werden irgendwie vielleicht uns so schräg hier durcharbeiten, wenn das... Oh, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das würde vielleicht auch ganz gut aussehen, wenn wir hier mal gerade machen. Sowas hier, ne? Ah, das sieht ja... Das wird richtig gut aussehen. Jetzt habe ich natürlich geklickt und... Eieiei. War jetzt ein bisschen... Mist. Ich muss nochmal ganz kurz... Ich habe wieder gebaut und die Pause nicht drin gehabt. Ich würde gern hier so reingehen. Genau so würde ich es gern machen. Oder wir gehen andersrum rein. Dass wir hier nochmal einen schönen Knick reinmachen. Wir probieren mal ganz kurz was aus. Also das hier wäre schon ganz ordentlich. Oder wir gehen quasi hier so gerade rein. Das ist auch blöd. Aber dadurch können wir dann schön hier oben das abgrenzen. Wir machen es mal so hier. So. Und das hier ist quasi so eine Sackgasse. Keine Ahnung, was hier vorne dann kommt. Und dann müssen wir natürlich hier noch verbinden. Und guck mal. Ja, hier fehlt auf alle Fälle noch eine Durchgangsstraße. Die Kohle schon wieder schön auf den Kopf hau. Aber die muss man dann später wahrscheinlich nochmal umsetzen, je nachdem, welche Gebäude hier rein müssen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Na, da ist die Kohle schon wieder weg. Kaum hat der Bürgermeister Geld auf dem Konto, hat das auch schon wieder ausgegeben. Wir müssen auf ein weiteres Haus sparen und irgendwie arbeitet bei uns im Heizkraftwerk niemand. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass hier kein richtiger Anschluss ist. So nach dem Motto, da ist irgendwas im Busch, dass die Leute hier, dass die Türen versperrt sind. Aber es sieht alles... ganz ordentlich aus, ne? Ja, wir schließen mal hier den Weg noch an. Auch wenn der wahrscheinlich gar nichts bringt, aber hier rein, ne? Sollte es klappen. Keine Ahnung, wieso das Heizkraftwerk so unattraktiv ist. Aber wir müssen uns da natürlich dann darum kümmern, weil wenn es ein bisschen kälter wird, dann wird es schwierig. Ich hoffe mal, wenn wir ein bisschen mehr Arbeiter noch haben, dass wir dadurch dann entsprechend hier auch Leute reinbekommen. Na gut. Guck, die gehen alle hier hoch. Die gehen alle ins Kraftwerk. Vielleicht hat das Kraftwerk auch eine höhere Priorität. Kann es sein, dass ich hier die höhere Priorität eingestellt habe? Das könnte durchaus sein. Und wenn es so war, dann weiß ich natürlich nicht mehr, wo man das wieder umstellen kann. Ach so. Oh Gott, gut, dass ich es noch entdeckt habe. Sonst hätte ich mich auf die Kommentare schon freuen dürfen. Wobei ich mich wahrscheinlich dann ja jetzt auch schon auf Kommentare freuen darf von euch. Ich habe ja natürlich im Sommer, Frühling, eingestellt, dass gar keiner arbeiten soll. Okay, das heißt, man kann hier, ja, okay. Wir hatten ja auch noch keine Leitung gelegt. Das kommt ja noch dazu. Also das ist schon okay. Ich lasse das mal auf Null. Wir wissen jetzt, an was es liegt. Ich merke mir das jetzt auch hundertprozentig. Und sobald jetzt Geld da ist, werden wir entsprechend eine Leitung ziehen von... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Eine unterirdische Leitung. Ein großes unterirdisches Rohr, oder? Ja, wir bauen gleich die großen Rohre. Und zwar von hier rüber... bis hierher und bis hierher. Und das wird nochmal schweineteuer, fürchte ich. Das wird nochmal richtig teuer. Aber das brauchen wir vor dem Winter. Und dann müssen wir natürlich auch hier Leute arbeiten lassen. Da wundert sich der Bürgermeister, wieso niemand im Heizkraftwerk arbeitet. Und dann steht hier, ist hier quasi, es hängt ein dickes, fettes Schild an der Tür. Zutritt verboten. Und dann wundert sich der Bürgermeister, wenn niemand arbeitet. Ah, hier kommen wieder ganz viele rein. Sehr gut. Also, Verarbeitungsanlage. Wir brauchen eine Verbindung unseres Heizkraftwerks. Wir brauchen die zweispurige Verbindung hier in den Gleisen. Wir brauchen hier oben die Erschließung des weiteren Ölgebietes. Die Farm muss angelegt werden. Wir brauchen noch ein paar Häuser. Ich glaube, ich habe jetzt alles soweit zusammengefasst.
Ich mache jetzt, wie gesagt, eine kleine Aufnahmepause. Ich werde das Ganze jetzt mal hochladen. Schauen, wie euch das gefällt, ob das überhaupt ankommt bei euch, ob ihr Bock habt auf dieses Let's Play, auf den Aufbau von Neubützelhausen. Und dann mir auch die ersten Kommentare dazu durchlesen und dann mal gucken, was er denn so schreibt. Ob er mich schimpft, weil ich irgendwie Quatsch mache oder ob er Verbesserungsvorschläge macht, was mir auch sehr recht wäre. Ob er vielleicht auch lobt, wie toll ich das hier plane oder was auch immer ihr dann mir in die Kommentare schreibt. Das werde ich mir anschauen und dann in einer nächsten Aufnahme mal gucken, wie und wo und was ich dann entsprechend umsetze. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.